Oh, wie sie umdrehen, perfekt. Das hat, war da vorhin sehr viel unangenehmer. Unverwundbarkeit, yay! Hoffentlich müssen wir es dann auch einfach nie wieder machen. Hat auch einfach nur noch alles gedrückt, alle Raketen, alle Formen. Das hat auch übelste Range, dieses Teil, ne? Nice. So, boom, fertig. Gut, Partner. Hier, bitte. Gönn dir ein nettes Gerät, das noch Angst macht. Ist nicht euer Ernst? Noch mehr von denen? Oh, kann das sein, dass das noch die sind außerhalb dieser Quest? Wenn ich das einigermaßen verstanden habe, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Die ziehen es ja voll durch. Das eiskalt durch hier. Wenn jemand ein paar mehr Schiffe kommen oder so? Hat er, was hat das nochmal gebracht, die überhaupt zu zerstören? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Yay, ein absolutes Massaker. Hey, aber das ist Gameplay-Inhalt. Das muss man tun. Kann ich auch nicht ändern. Verwundbarkeit. So, haben wir hier noch welche? Oh ja, perfekt. Schilde deaktiviert. Rufen Verstärkung. Du rufst keine Verstärkung mehr, Freundchen. So, einer noch und dann haben wir hoffentlich bis zum Ende unserer Tage hier Ruhe im Weltraum. Gott sei Dank, ey. Das ist wirklich der letzte. Identifiziert. Alarmiert Dr. Nefarius. Ihr braucht den doch überhaupt nicht alarmieren. Habt ihr eigentlich nicht verstanden, dass sie hier überhaupt gar keine Chance gegen mich hat oder so? Ja, komm, mach mehr Schiffe kaputt. Yes! Gleich überstanden. Ziehen die bis da hinten durch? Schilde deaktiviert. Rufen Verstärkung. Lass gut sein. Feierabend. So, wem helfen wir jetzt noch? Jetzt müssen wir noch zwei Leuten helfen oder so. Ach, ich glaube nicht, dass sie sowas nochmal machen würden. Das ist doch heute überhaupt gar kein Standard mehr, sowas durchzuziehen. Alarm, Alarm! Dieses Alarm! Von Terrachnoiden, Hirnschiff, Gamma, Epsilon, Epsilon, Kappa! Werden von Kappa angegriffen und brauchen sofortige Hilfe! Ende! Okay, und Kappa. Bitte komm so schnell her, wie du kannst, dann sind wir verloren! Und los geht's! Oh, wie verteidige. Oh nö, das ist doch nicht euer Ernst! Was ist denn nur das Problem von diesem Scheiß mit den irgendwelchen Schiffen zerstören, Mann? Oh Mann, ey. Gut, haut einfach mal den Epsilon Kappa in den Chat. Spammt den Epsilon Kappa. Offensichtlich ist das ihr Thema. So muss es sich anfühlen, wenn man sportlich ist. Wenn ich meine Holonetz-Freundin je treffe, erzähle ich ihr davon. Die Holonetz-Freundin. Sprungpunkt. Ha, danke, Freund. Ihr ein Dankeschön für unsere Rettung. Wir sehen uns nach dem Kongress. Tschüss, Jungs. Auf dass ich nie wieder gegen irgendwelche Schiffe kämpfen muss. Kappa, Epsilon, Epsilon, Gamma, Kappa. Oder Gamma, Epsilon, das ist mir auch scheißegal, ey. So, was ist da hinten noch? Wir haben genügend Bowls, um jetzt aber auf jeden Fall alles den Rest zu kaufen, quasi. So, hier ist zwar angeblich noch irgendwas, aber frag mich Sachen, ey. Ja, hallo, was wollt ihr denn?
Hallo? Meine Musik ist mega geil, ne? Aber was ist denn mit dem? Da kein Bock oder was? So, was wir jetzt erstmal machen müssen, wir reisen jetzt erstmal zurück. Denn mir fällt dann natürlich ein, dass wir auch noch ein paar Kleinigkeiten nachholen müssen, tatsächlich. Aber wir können sowieso nicht alles schaffen, bevor wir nicht den Boss irgendwie gemacht haben, den Endboss. Von dem her mal jetzt noch so ein paar Sachen, die mir nebenbei einfallen. Und dann werden wir letztendlich... Einflug in den Phylax-Sektor. Oh Gott, ich habe da schon wieder so ein Verteidigungsding gesehen. Habe ich die nie gemacht, die Verteidigungsdinger? Echt nicht? Ist nicht euer Ernst, habe ich nie gemacht. Und was ist mit dem da hinten? Warum habe ich mit dem noch nie gearbeitet? Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ich wollte gerade zum Arenaplex, als ich merkte, dass mein Depot für dynamisch-genetisch fördernde Energie aufgebraucht war. Das heißt, der Treibstoff ist leer. Meine Version klingt aber intellektueller. Kannst du mich zum Phylax-Depot schleppen? Danke, Freund. Bereit für Chefseileinsatz? Ich muss mal gucken, wie viele Golden Bolts wir mittlerweile haben. Ich weiß es nicht. Uns fehlt auf jeden Fall was. Und los geht's. Uns fehlt da schon noch eine Menge. Also locker 15 Golden Bolts, meine ich. Selbst bei Clank in der großen Uhr fehlt ja noch eine Menge. Danke 3371 Alpha. Hier ein kleines Dankeschön. Ja, das war wirklich noch klein. 1000 Balls, Alter. Dafür stehe ich ja nicht mal auf. So, und warum seid ihr... Was ist jetzt mit euch? Lombax identifiziert. Alarmiert Dr. Nefarius. Was mich jetzt mal interessiert, kommen die immer wieder? Oder habe ich die damals einfach nur noch nicht zerstört? Jetzt mal ernsthaft. Ich mach das jetzt einfach. Ich finde das schon raus. Keine Sorge. Kann ja sein, dass diese Verteidigungsdinge einfach immer kommen, wenn ich den Sektor wechsle. Weißt du? Ich meine, das ist jetzt easy, ja, das dauert eine halbe Minute, das ist jetzt nicht das Thema. Aber damit hier quasi ein bisschen aufgeräumt ist, ein bisschen Platz ist, kann auch sein, dass ich das zum Beispiel einfach nie gemacht habe. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Weil das ja auch so einen Haken gibt, wenn man das macht. Das mit der neuen Waffe ist das easy, aber... Schilde deaktiviert. Rufen Verstärkung. Kein Thema. So. Hier gibt es noch einen Planeten? Nee, das scheint, glaube ich, immer wieder zu kommen. Jetzt habe ich nämlich nichts bekommen. Ich glaube, das kommt einfach immer wieder, um dich ein bisschen zu nerven. So, was ist auf diesem Planeten? Der gilt nicht als abgeschlossen. Warum nicht? Das ist im Übrigen ein echter Kritikpunkt. Ich kann null erkennen, warum der Planet nicht abgeschlossen ist. Da gäbe es ja jetzt 100.000 Möglichkeiten, was hier noch sein könnte. Du hast ja... Oh. Gut, ich grenze das ein. Die 100.000 Möglichkeiten haben sich hier gerade eben verabschiedet. Jetzt wissen wir, warum diese Planeten nicht als abgeschlossen gelten. Weil da wohl irgendwo noch ein goldenes Golden Bolt ist. Tatsächlich. Erkunde die Monde, alle abgeschlossen. Na, das ist doch mal was. Was wollt ihr hier von mir? Ihr wollt alle sterben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leben eigentlich Ratchet in seiner... Karriere auf dem Gewissen hat, ey. So, das ist ein Planet. Hier haben wir aber angeblich alles. Aber nur angeblich, denn... Er gilt als unvollständig. Er gilt als unvollständig, weil da irgendwo noch ein Golden Bolt ist, ne? Muss ja. Was mir noch nicht so schmeckt, dass ich nicht wirklich erkennen kann...
Aber ich glaube, also ich möchte das, den kompletten Sektor jetzt abschließen quasi. Dass wir hier nie wieder hin müssen. Ich meine, ich wüsste, wo hier ein Golden Bolt ist. Also einen wüsste ich. Das war der, als wir damals unsere Boots noch nicht hatten. Fragt mich nicht, wo genau das war, aber das finden wir schon raus. So, auf der Karte. Captain Quark hat eine Feuerwehrstation infiltriert, man trifft dich dort mit ihm und vernichte. Ja, ist klar. Extras. Nee, nicht Cheats, nee. Ach, Kostüme da. 17 Golden Balls. Wir haben erst 17 Golden Balls? Nee, oder? Naja, wir haben theoretisch ja schon alles, so steht es ja zumindest da, aber die Golden Balls werden auf der draußen auf der Map nicht markiert, was ich doof finde tatsächlich. So, ich will jetzt den, also ich bin mir sicher, dass ich auch den Rest hier ohne Schatzomat schaffe, weil das war hier, glaube ich, doch irgendwo schon, oder? Wo wir die Boots brauchten, oder nicht? War das das? Da drüben? Warte mal. Ist das da oben? Ja, genau. Das konnten wir damals nämlich noch nicht. Und das ist genau der, den ich wollte. Echt, das ist der 18. Golden Bolt? Wow. Gibt's davon nicht auch 40 oder so? Ach du Schande, ey. Wow. Okay, das ist natürlich dann schon eine interessante Geschichte. Ja, 18 von 40. Wow, haben wir wenig Golden Balls. Theoretisch. Oh, dammit. Okay, nee, dann ohne Schatz und Mal keine Chance. Das ist mir too much. Sollte ich jetzt hier irgendwas noch übersehen haben auf diesem Planeten, dann ist mir das tatsächlich das total egal. Dann kommen wir doch nochmal in den Sektor zurück. Einfach jetzt den Endboss machen. Nee, Arena. Wir gucken in die Arena. Wir gucken in die Arena, denn... Nein, er ist abgeschlossen. Das war der letzte Golden Bolt. Das bedeutet, ich habe es doch noch geschafft. Der komplette Sektor ist abgeschlossen. Gott sei Dank. So, diesen Sektor etc. hier alles, das mache ich, sobald ich den Schatzomat habe. Das heißt, wir gehen jetzt zum Arena-Komplex. Das Schöne ist, dass ich mich direkt hinporten kann, Gott sei Dank, und mir nicht diese ganze Weltraum-Geschichte machen muss. Das ist dementsprechend nochmal ganz gut. Ich denke mal, für die Arena werden wir nicht lang brauchen, mit all den Waffen, die wir haben. Und dann gehen wir zum Endboss. Und dann wird es auch hoffentlich endlich... Es ist aber ungewöhnlich. Normalerweise gibt es den Schatzomat früher und nicht tatsächlich im letzten Level. Das ist etwas ungewohnt, aber okay. Vielleicht ist das auch Meckern auf hohem Niveau. Kehre zum Arenaplex zurück. Servus, was gibt's Neues? Brauchst du was, Kumpel? Nein. Gibt's nichts Neues. Gewinne das Raritanium-Turnier. Unser Dompteur hat einen unserer Kampfgrocks verlegt. Kein Grund zur Sorge. Der Grog ist gefüttert und stellt für Schwächlinge keinerlei Bedrohung dar. Okay, Turnier Nummer 2. Ah, Turnier Nummer 2 gibt es nur einen Pokal, also nicht wieder ganz viele. Na schön. Belohnung Zoni. Die Pyrowirbel wurden umprogrammiert und werden jetzt 2 Minuten lang versuchen, die Arenaplex-Energiebarriere zu durchbrechen.